Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Verwandte eine seltene Krankheit hat. Noch nicht ansteckend, aber in fortgeschrittenem Stadium. Weiß Tan schon davon? Was? Nein, natürlich nicht. In Tans Büro sickert jede Information sofort durch. Wenn das bekannt wird, haben wir eine stationsweite Panik. Außerdem ist es eine Angelegenheit der Hyperion. Meine Verantwortung. Die Sache betrifft alle. Wir sind jetzt ein Teil der Nexus. Gerüchte über Seuchen auf Stationen enden nie gut. Nie. Ich habe das schon erlebt. Wir kommen nur dann ohne große Verluste aus der Sache raus, wenn wir das Problem lösen, bevor das Gerücht sich verbreitet. Okay, in Ordnung. Ja. Ich kümmere mich darum. Gut. Reden Sie mit Harry. Er kennt die Einzelheiten. Bringen wir die Angelegenheit unter Kontrolle, bevor es zu spät ist. Jawohl. Harry. Wo ist Harry? Ist Harry hier? Harry ist hier. Harry? Harry? Wo bist du, Harry? Ach toll, der ist ja gar nicht hier. Oh Mann. Dann geh erstmal zu Sam. Waren Sie jemals gefangen und hatten... Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Ja, dann spielen Sie mal ab hier. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag Ihrer Mutter. Oh Gott. Es war ein guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Ma. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Jawohl. Ihr habt so viel Potenzial. Kriegen wir hin. Wir sind schon dabei, als Pathfinder. Und vergesst nicht, verliebt euch mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec, aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst? Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Vergiss das nicht. Sei stark. Wie so stark wie du. Ich liebe dich, Alec. Okay. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Mom ist nicht einfach für immer verschwunden. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Aber ich mag den Gedanken, dass die Existenz irgendwo weitergeht. In dem Fall wäre mein Scheitern bei ihrer Rettung nicht endgültig. Ihr Vater hoffte, ich würde sie heilen. Ich habe das nie verstanden. Warum ist sie trotz all deiner Fähigkeiten gestorben, Sam? Meine Fähigkeit zur Verbesserung organischer Physiologie hat Grenzen. Die Krankheit ihrer Mutter war systemisch. Außerdem ist Leben mehr als nur Biologie. Es ist auch der Wille, weiterzuleben. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr Schicksal akzeptiert und darum hat ihr Körper den Kampf aufgegeben. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Gut. Das war vorerst alles. Und weg hier.
Uff, hier. Durchlassen. Auf da. Danke. Nochmal. Sollen wir zur Kyro-Station? Jetzt sollen wir zur Kyro-Station. Naja gut, dann gehen wir zur Kyro-Station. Ui. Das ist natürlich auch eine Sauerei. Harry. Harry? Harry. Gut, dass Sie da sind. Hat dann Sie informiert? Kranke Person läuft frei auf der Station herum. Ist schlimm genug. Ich wünschte, das wäre alles. Vor unserer Abreise hat mein MedTech Charlie seiner Tante geholfen, sich beim Initiative-Programm anzumelden. Er hat beim Auswahlprozess betrogen? Ja, sie hat TH-314. Tödlich, in späteren Stadien hochgradig ansteckend und speziesübergreifend. Oh oh. Die Krankheit war inaktiv, brach aber aus, als Charlie sie aufweckte. Er hat angenommen, es wäre nur die Stase-Krankheit. Es gibt kein Heilmittel, keinen Impfstoff. Sie ist im letzten Stadium tödlich und die Tante ist verschwunden. Wir haben ein Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass sie eingeliefert wird und niemanden ansteckt. Ich würde gerne ihr Wohlbefinden über alles andere stellen. Aber wir müssen die Auswirkungen berücksichtigen. Aber es ist oberste Priorität, dass TH-314 sich nicht ausbreitet, was es auch kostet. Das wird nicht einfach werden. Muss ich sonst noch was wissen? Handeln Sie rasch, aber diskret. Wir können deshalb nicht die ganze Station in Panik versetzen. Nee. Ich muss also lediglich eine ganze Raumstation durchsuchen. Diskret. Alles klar. Es könnte schlimmer sein. Sie könnte die Station verlassen haben und potenziell die Angara anstecken. Fangen Sie beim Zoll an. Da mussten Sie trotz gefälschter medizinischer Freigabe durch, so wie alle anderen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dr. Carlyle hat mir Zugriff auf das Profil von Ruth Becker gewährt. Die Datei enthält auch eine Personenbeschreibung. Das hilft uns weiter. Danke, Sam. Ich will jetzt ja nicht zur Andockbucht. Ich will jetzt erstmal zur Kommandozentrale. Da waren wir noch nicht. Und die haben kein Schiff, um ihn zu retten. Alter, was ist das denn, ey? Es tut mir leid. Ryder, bitte! Die Nexus braucht diese Computer nicht. Aber wir sind erst vor einem... weiteren Overlord sicher, wenn sie weg sind. Das können sie nicht wissen. Doch, das kann ich. Ich habe alles geopfert, um das Projekt aufzuhalten. Ryder, wir haben Knight umstellt, aber sie hat das letzte dieser... Na, wo ist sie damit? Scharfschütze steht bereit, aber sie will mit ihnen reden. Wir könnten die Sache friedlich beenden. Na, erzähl jetzt nicht, ich muss jetzt wieder irgendwo hinfahren. Oh Mann. Neid konfrontieren. Andockbucht vielleicht? Okay. Das ist ja noch in Ordnung, dann müssen wir sowieso hin. Oh. Ich heiße unsere Asari-Pilgerinnen auf der Nexus willkommen. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass die Arche Lucinia endlich eingetroffen ist. Nun bitten wir sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Asari leben. Ebenso wie unser Traum. Ja, ja, ja. Ah, und da ist der Held, der es möglich gemacht hat. Pathfinder Ryder. Möchten Sie uns etwas sagen? Ich stimme Direktor Tan zu. Unser Traum lebt und gemeinsam können wir ihn wahrmachen. Ja. Genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Und das habe ich ja auch. Wir alle schulden Ryder unseren Dank.
Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Entschuldigung. Hallo? Sie haben uns gerettet? Ja. Ich schulde Ihnen alles. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Eine strahlende Zukunft. Sie haben viel durchgemacht, aber es wird besser. Es gibt in Helios viel Gutes. Ich hoffe, Sie haben recht. Ein kurzes Gespräch, okay. Gut. So, lass uns erstmal gucken. Hier gab es ja mehrere Quests eigentlich. Achso, die andere ist oben. Okay, da gibt es noch Neid konfrontieren. Nach oben? Kandros meldet, dass der Scharfschütze bereit ist. Verstanden, Sam. Sam. Ein ganz und gar menschlicher Name. Aber Sie haben meine Kollegen ermordet. Nur Gott weiß, was mit meinem Sohn geschehen ist. Nichts in Ihnen ist jetzt noch menschlich. Ich träume, ich blute, ich empfinde. Genau wie Sie. Ich habe lediglich ein kleines Extra. Bis Sam etwas anderes beschließt. Tut mir leid. Es lässt nicht zu, dass Sie es erkennen, aber Sie sind der Anfang vom Ende. Mhm. Elaine, es tut mir leid. Okay. Das hat ein bisschen mehr Auswahlfunktionen möglich. Gut. Okay. Aber hatten wir nicht hier noch was wir machen sollten in der Hä? Logbuch. ne? Da. Ja, wo ist denn der Macker? Mit einem Dockbereich sprechen. Immigrationsoffizier. Ja, toll. Ist das einer davon? Ne. Ist das einer? Hallo, Immigrationsofficer. Hallo, Officer, wo sind Sie? Officer? Das ist Pathfinder Rider. Officer? Hey, Pathfinder. Hallo. Sie wissen nicht zufällig, ob er verfügbar ist, oder? Integrationsofficer. Jal, okay. Willkommen auf der Nexus. Ich hoffe, Ihre Unterkünfte sind zu Ihrer Zufriedenheit. Kulturzentrum, ja, das ist auch doof. Integrationsofficer. Kann ja nur unten sein. Das sind Händler. Der sieht doch fast, das ist eine Rippe. Da? Kein Ärger, Pathfinder. Ich will gar keinen Ärger machen, ich suche eigentlich nur nach einem Offizier. Ich wüsste, wo der ist. Hallo, Officer. Dockingbereich, so. Wie war das noch? Z drücken? Nee. Wo ist denn so ein scheiß Officer? Ah! Name? Ryder. Hallo, willkommen auf der Nexus. Hallo. Ich überprüfe nur schnell die Datenbank und...